Sohn des Höchsten kam auf unsere Erde, uns zu erretten aus der Macht des Bösen. Er ruft die Menschen in das Reich des Vaters. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. Der Herr, der uns zum Gebet einlädt, er sei mit euch. Und mit deinem Geist. Geschätzte Gläubige, heute vor einem Jahr trat unser neuer Papst Franziskus vor die am Petersplatz versammelte Menschenmenge mit diesen so gewaltigen, einfachen, aber tiefgreifenden Worten. Zuerst dieses Buona Sera, das ihn auf eine Ebene stellt mit seinem Volk, und dann aber vor allem dieses: Lasst uns stille werden, bevor der Papst euch segnet, betet für den Papst. Dieser große Hinweis auf die Verbundenheit und auf das Gebet. Heute werden wir in der Lesung von Königin Esther hören, die in großer Not auch im Gebet Zuflucht nimmt. Hilf mir. Ich bin allein und habe keine Hilfe außer dir, so sagt sie. Jesus ermuntert uns, im Gebet die Hilfe Gottes wirklich zu erleben. Bereiten wir dafür unser Herz. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, gib uns die Gnade, dass wir stets auf das Rechte bedacht sind und es auch entschlossen tun. Da wir ohne dich nicht bestehen können, hilf uns, nach deinem Willen zu leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Esther. In jenen Tagen wurde die Königin Esther von Todesangst ergriffen und suchte Zuflucht beim Herrn, und sie betete zum Herrn, dem Gott Israels. Herr, unser König, du bist der Einzige, hilf mir, denn ich bin allein und habe keinen Helfer außer dir. Die Gefahr steht greifbar vor mir. Von Kindheit an habe ich in meiner Familie und meinem Stamm gehört, dass du, Herr,
Israel aus allen Völkern erwählt hast. Du hast dir unsere Väter aus allen ihren Vorfahren als deinen ewigen Erbbesitz ausgesucht und hast an ihnen gehandelt, wie du es versprochen hattest. Denk an uns, Herr, offenbare dich in der Zeit unserer Not und gib mir Mut, König der Götter und Herrscher über alle Mächte. Leg mir in Gegenwart des Löwen die passenden Worte in den Mund und stimm sein Herz um, damit er unseren Feind hasst und ihn und seine Gesinnungsgenossen vernichtet. Uns aber rette mit deiner Hand. Hilf mir, denn ich bin allein und habe niemand außer dir, o Herr. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Hört seine Stimme, ändert euer Leben, suchet das Gute und lasst ab vom Bösen. Als Gottes Kinder wirket seinen Frieden. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist jemand unter euch, der seinem Sohn einen Stein gibt, wenn dieser um Brot bittet, oder eine Schlange, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Alles, was ihr euch von anderen erwartet, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Schwestern und Brüder im Glauben, mit einem sehr anschaulichen Vergleich muntert uns Jesus heute auf, voll Erwartung und voll Zuversicht zu unserem himmlischen Vater zu beten. Wir haben heute einige Kinder unter uns. Wenn ihr euren Kindern gebt, was sie erbitten, das ihnen gut tut, und nicht statt dem Brot den Stein und statt dem Fisch die Schlange, wie viel mehr dann der himmlische Vater, wir, die wir doch alle auch noch ein wenig im Egoismus stecken, noch in diesem Erlösungsprozess sind, bemühen uns schon ums Gute. Und er, der ganz Gute, ist immer bereit, uns das Gute zu geben. An ihm scheitert es nicht. Es ist unsere Offenheit, die es braucht.
unser Zutun. Drum auch diese klare Aufforderung. Bittet, sucht, klopft an. Und da müssen wir achtsam sein. Tun wir das. Allem unseren Anliegen stehen wir mit bittendem Herzen vor Gott. Suchen wir auch, was jetzt wirklich in der Situation die richtige Handlung ist. Der Weg, den Gott aufzeigt. Es gibt in jeder Situation die beste Lösung, die Gott entspricht, die er führt. Und klopfen wir wirklich an. Schauen wir, dass wir das Heil, das von Gott bereit ist, dass sich das uns öffnet. Wer das tut, der kann sicher sein, er wird nicht leer ausgehen. Also lasst uns gerade in diesen heiligen 40 Tagen, wo wir uns mehr einüben, diese Hinwendung zu Gott noch zu leben, diese Aufforderung zum Gebet umsetzen. In voller Zuversicht, wir werden sein wirken, wir werden seine Gaben erleben. Amen. Voll Vertrauen und Zuversicht wollen wir mit unseren Bitten vor Gott hintreten. Für Papst Franziskus, der uns den einfachen Weg vorlebt, begleite ihn mit deiner Gnade, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die Verantwortung tragen in der Kirche, sende ihnen deinen Heiligen Geist, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, die unterdrückt werden oder in großer Not sind, schenke ihnen Hoffnung, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für alle, deren Erwartungen an andere zu groß sind, gib ihnen Einsicht und Gelassenheit, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Für unsere Verstorbenen und alle, die um sie trauern, du unser Vater. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen heute auch beten mit Familie Reichert für verstorbene Eltern, Schwieger und Großeltern und Verwandtschaft. Anton Zeitelhofer für verstorbene Schwester Resi. Du, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, unser Vater, du hörst unser Rufen und erhörst uns durch Christus, unseren Herrn. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Ihr seid gefunden wie verlorene Schafe, und in der Taufe seid ihr neu geboren. Die Kraft des Geistes macht euch stark im Glauben. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Ihr wart einst Knechte, ihr macht euch zu Freunden. Ihr wart einst Sklaven, ihr macht euch zu Freien. Kehrt heim zum Vater, kommt zum Mahl der Freude. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke
Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Der Herr nimmt das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine Herren, dein Kirche. Allmächtiger Gott, höre gnädig auf unsere Bitten. Nimm die Gebete und Gaben deines Volkes entgegen und bekehre unsere Herzen zu dir. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse, die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, wir preisen dich, heiliger Vater, denn groß bist du und all deine Werke könnten deine Weisheit und Liebe. Den Menschen hast du nach deinem Bild geschaffen und ihm die Sorge für die ganze Welt anvertraut. Über alle Geschöpfe sollte er herrschen und allein dir, seinem Schöpfer, dienen. Als er im Ungehorsam deine Freundschaft verlor und der Macht des Todes verfiel, hast du ihn dennoch nicht verlassen, sondern voll Erbarmen allen geholfen, dich zu suchen und zu finden. Immer wieder hast du den Menschen deinen Bund angeboten und sie durch die Propheten gelehrt, das Heil zu erwarten. So sehr hast du die Welt geliebt, heiliger Vater, dass du deinen eingeborenen Sohn als Retter gesandt hast, nachdem die Fülle der Zeiten gekommen war. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat wie wir als Mensch gelebt, in allem uns gleich außer der Sünde. Den Armen verkündete er die Botschaft vom Heil, den Gefangenen Freude, den Gefangenen Freiheit, den Trauernden Freude. Um deinen Ratschluss zu erfüllen, hat er sich dem Tod überliefert, durch seine Auferstehung den Tod bezwungen und das Leben neu geschaffen. Damit wir nicht mehr uns selber leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist, hat er von dir, Vater, als erste Gabe für alle, die glauben, den Heiligen Geist gesandt, der das Werk deines Sohnes auf Erden weiterführt und alle Heiligung vollendet. So bitten wir dich, Vater, der Geist heilige diese Gaben, damit sie uns werden Leib und Blut unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Feiern als Zeichen des ewigen Bundes zu feiern. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot und sagte Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach:
Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, dankte wiederum, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Opfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten, an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke alle, für deren Heil wir das Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, und für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde und für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die mit lauterem Herzen dich suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Gütiger Vater, gedenke, dass wir deine Kinder sind und schenke uns allen das Erbe des Himmels. In Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir bitten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen,
und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus ist unser Friede und unsere Versöhnung. So bitten wir ihn. Herr Jesus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Bittet, und ihr werdet empfangen.
Er bittet, der erhält, wer sucht, er findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet, spricht der Herr. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Als Jesu seid ihr nun gesendet, geht hin zu allen, kündet seine Botschaft, bringt neue Hoffnung auf die ganze Erde. Bekehre uns, vergib die Sünde, schenke, Herr, uns neu dein Erbarmen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, du hast uns diese heilige Feier geschenkt, damit die Gnade der Erlösung immer in uns wirksam bleibe. Dein Sakrament sei uns ein Heilmittel für heute und für unser ganzes Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Schließen wir auch besonders unseren Papst Franziskus heute ins Gebet ein. Es ist ein besonderer Gnaden- und Freudentag. Wie viele gute Worte hat er schon zu uns gesprochen dieses Jahr. Ganz praktisch und einfach. Immer auf Christus hingeführt. Lasst uns das Unsere tun, dann wird Gott auch das Seine tun. Der Herr sei mit euch. Segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.